So, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von mir, Stardust Valley 33. Also, wir haben das letzte Mal Mega Man X4 aufgehört, nachdem wir hier diese fünf Herren erledigt hatten und auch überall die Hardtanks geholt haben. Und wir machen jetzt einfach mal weiter, oder? Würde ich sagen. Jo. Wir haben jetzt zwei Schwächen. Also, wir hätten einmal die Schwäche von hier Frost Kibatos oder Englisch halt Frost Warriors. Und wir hätten auch noch Split Mushroom, den wir erledigen könnten. Also gehen wir zu Jet Stingray. Ja, ich meine, Jet Stingrays Schwäche wäre eigentlich Frost Warriors. Aber ganz ehrlich, es ist doch egal. Wir gehen jetzt einfach mal zu Jet Stingray. Er macht vor allem Spaß zum Bastern. Und ich bin mal gespannt, wie ich mich jetzt schlage. Denn ich hab's ja mit diesen X-Bike-Stages, welche ich Let's Play. Yo, es ist eine X-Bike-Stage. Und eine richtig geile dazu. Also ich weiß nicht warum, aber ich liebe diese Stage. Übrigens, nochmal vielleicht ein Wort. Ich habe jetzt mir ein bisschen Zeit gelassen zum Let's Playen. Nach dem Livestream, aus gutem Grund. Aber egal. Nochmal ein großes Dankeschön an alle, die zugeschaut haben beim Livestream, die Spaß hatten. Und es kommt bald, diese Woche vielleicht schon, oder vielleicht auch erst nächste Woche, ein weiterer Livestream. Jetzt habe ich das mit dem Hardtank verpasst. Ex, wir gehen uns killen. Ja, es ist so, also ich will den Hardtank kriegen. Und auch den E-Tank. Ja, hier gibt es zwei Sachen. Also hier gibt es einen Subtank und einen Hardtank. Also auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön an alle. Und auch die, wo nicht mitgucken konnten, ich habe es leider nicht aufnehmen lassen. Also man kann schon in dem Channel angucken, die Videos. In dem Justin TV Channel, aber ich habe es jetzt mit Absicht nicht auf YouTube geladen. Aber auf jeden Fall, es kommt bald ein Livestream Mega Man 4 bis Mega Man 6. Ja, der wird auf jeden Fall kommen. Und ja, dann lass uns mal überraschen. Nein, Excel! Okay, ja, das ist dumm gelaufen. Also, jetzt wird, okay. Jo, also ich habe auf jeden Fall jetzt die letzte Zeit nicht mehr so viel Let's Play. Das kommt jetzt wird es wieder mehr. Ich habe jetzt auch, ich muss zugeben, ich hatte einmal zu einem nicht so viel die Zeit und abends, da habe ich dann ein bisschen mehr Rules of Magic gesucht. Und ich gebe es ja ehrlich zu. Aber jetzt keine Sorge, also ich bin ich werde jetzt nicht so ein der Leute, wo jetzt so nur rund um die Uhr so ein Spiel spielen. Ja, also ich meine, so geil das Spiel ist. Natürlich ist es hammergeil, aber es gibt auch eine Grenze irgendwo. Irgendwo muss es einfach eine Grenze geben, meiner Meinung nach. Das ist so. So, Sarah, das ist ja heute noch ein Problem, glaube ich, gell? Es ging ja auch durch die Medien, dass es Leute gibt, mit Schwierigkeiten, sag ich jetzt mal. Dass die einfach rund um die Uhr hocken. Weil ich meine natürlich, Medien tun gerne mal Sachen hier irgendwie ein bisschen aufpushen, künstlich. Aber ich glaube, das ist ein tatsächliches Problem. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht dazugehören. Ich möchte lieber weiter euer Let's Player Stardust Valley 33 bleiben. Ich glaube, das macht mir auch mehr Spaß. Als jetzt das hier die ganze Zeit irgendein Spiel zu suchen und... Ja, ihr habt es gerade gesehen, Jet Stingray. Ihr könnt ihn mit einem Schlag hin machen, also jetzt in diesem Stage-Type, wenn ihr einfach gegen ihn dasht sozusagen. Das hält er irgendwie nicht aus. Komisch. Und, oh, ich kriege ja noch Schaden eigentlich durch die Scheiße, aber es soll mir jetzt egal sein, solange ich jetzt noch an den Subtank komme, ist das egal. Jetzt kommt er, guck mal her. Wow, und er ist erledigt. Hat uns nur ein bisschen Leben gekostet. Jo, also wie gesagt, das sind so die Sachen jetzt einfach und... Ah, jetzt kommt die Scheiße. Und wir haben den Subtank. Und wir haben es geschafft. Und boom. Und Jet Stingray ist kein Problem. Wir laden einfach unseren Buster auf. Ah, jetzt kommt er ja schon. Mein Gott. Ah, ich freue mich schon. So, und jetzt machen wir doch gleich mal eine Channel-Show. Ja, ich weiß, mal wieder Schleichwerbung für sämtliche Channels, die ich mag. Und das mache ich aber gern. Und, Jetty, was soll das, Jet Stingray? Was machst du da, Jetty? Egal, wir machen dich trotzdem fertig, das ist mir egal. Und er jumpt auf uns. Nein, er jumpt nicht auf uns, er jumpt nach uns. Also Jet Stingray ist sehr einfach. Wenn ihr wisst, wie er geht, macht er eine Menge Spaß zu bekämpfen, aber ist trotzdem sehr einfach zu bekämpfen. Also, das ist so ein bisschen wie Grizzly Slash. Grizzly Slash ist kein schwerer, aber er macht trotzdem Spaß zu bekämpfen. Und so ist aber Jet Stingray ein bisschen, finde ich. Mit Buster zumindest. Mit seiner Schwäche, mein Gott. Es ist, ja, es ist halt einfach. Aber trotzdem bleibe ich dabei. Macht ihn mit Buster, das macht mehr Spaß. Gell, Jet? Da, da, da. Und ich liebe diese Bosskampfmusik. Ich weiß nicht, ich liebe diese Boss. Ich liebe allgemein die Musik in Mega Man X4. Ich weiß nicht, das hat so einen geilen Soundtrack, Mega Man X4. Komm, jetzt. Ach so, stimmt, macht er die Scheiße. Also, komm her, Jet. Und der ist erledigt und wir haben gewonnen. Wow, den haben wir sogar perfektet, glaube ich. Mann, oh Mann, oh Mann. Also, haben wir das geschafft. Ex ist glücklich, ich auch. Wir haben hier alles und das sogar mit nur zwei Lebenverlust. Ist ja gut.
Ah, ich sag's euch. Auf jeden Fall jetzt ein bisschen mal Channel-Schau. Was gibt's so zu sehen bei den anderen Channels, die ich so mag? Also, fangen wir an, die Liste mal wieder so, wie ich es jetzt, glaube ich, gerade habe. Fangen wir mit Red Demon Warrior. Was macht der denn gerade? Gut, der hat jetzt in letzter Zeit, so wie ich, auch ein bisschen weniger Let's Played. Ist ja nicht schlimm, da kommt ja wieder was. Also, braucht doch keine Angst, da kommt noch was, klar. Und jetzt kommt aber erst einmal Frost Wars. Nein, also Red Demon Warrior gerade hat jetzt vor Zeit ist beendet und ich habe immer noch die Mega Man X2 Sachen noch nicht hochgeladen. Mein Gott. Ja, also die Mega Man X2 Sachen, die werde ich heute noch hochladen. Sobald ich meine Videos mache. Nee, ich werde die heute noch hochladen, weil das habe ich bis heute nicht gemacht. Und ja. Oh, hallo Blizzard Buffalo. Warte, ich tau dich auf. Ich tau dich mal schnell. Nein, damit tau ich dich nicht auf. Nö. Der will nicht aufgetaut werden. Der will nicht. Naja, gut, ist Pech. Jo, also. Nee, also wie gesagt, Red Demon Warrior, da kommt jetzt noch Mega Man X2 komplett. Also der hat das komplett durchgespielt. Und ich meine, ich finde, das ist cool geworden. Er selber weiß halt nicht so genau. Er ist nicht so ein bisschen unsicher, weil er fand, die Parts waren jetzt nicht so der Hit. Ich fand's so gut. Aber ich würde mal sagen, also diese Part 5 war das oder so. Das lassen wir ihm einfach mal entscheiden. Da warte ich jetzt mal ab, was er dazu sagt. Und ja, wir sehen's ja dann. Übrigens hier, das könnt ihr hervorragend nutzen, um jetzt eure Sache aufzuladen. Und wenn ihr hier wirklich hochcallt, ihr könnt es auch mit einem Sprung machen, gell? Also ich sag's euch gleich, das geht auch mit einem Sprung. Vielleicht kriege ich ihn gerade hin, aber es ist ein schwerer Sprung, also. Ja, seht ihr kommt so hoch. Ihr könnt aber auch. Ja, ihr denkt euch jetzt, hey, du bist doch oben. Aber ist doch egal. So, könnt ihr aber auch hoch. Also ihr habt die volle Auswahl. Es ist halt mit dem Dings natürlich einfach mit dem. Oh, hör auf damit! Also, auf jeden Fall Red Demon's Warrior jetzt gerade noch X2 geladen, noch unter Verschluss sozusagen, bevor wir es hochladen und ja. Danach kommt LP Memorian immer noch ohne Let's Play, obwohl ich jetzt schon zwei, dreimal die Hoffnung hatte, dass was kommt. Es wird, ja, ich kann nicht mehr sagen, es wird was kommen. Ich weiß nur, Pixelstacheln sind auf jeden Fall gekommen. Nee, also es ist so, es wird auf jeden Fall Let's Plays kommen in 2 Wochen anscheinend. Ich werde jetzt nicht sagen, ob sie hundertprozentig kommen. Ich sage jetzt mal nur, er hat es so vorausgesagt und ja. Und wenn es wieder nicht so ist, dann fange ich irgendwann mal an, wegen seinen Let's Plays eine Kristallkugel zu benutzen. So. Und dann sage ich es voraus, als wir sehen die der Großartige. Ja, wie dem auch sein. Also, na, no, jetzt Exit springt doch ab. Mein Gott, das ist doch wohl nicht so schwer, Ex. Mein Gott. Also Ex will mich gerade irgendwie ärgern. Ex will mich ärgern. Ex macht das mit Absicht, aber diesmal hat's geklappt. Nee, wir nehmen lieber hier. Also, LP Memorial, wir sind mal gespannt, wann was kommt. Oh, du blöder Skifahrer. Du musst sterben deswegen. Und ich will hier hoch. Wisst ihr warum? Leben. Also, vorwärts. Ach, komm schon. Ist mein Gott, ihr seid so blöd, ihr Gegner. Ihr seid so gemein zu mir. Ach, die Scheiße. Er kommt. Also hier, das ist jetzt keine unglaublich schwere Stelle eigentlich. Das ist eine machbare Stelle. Ihr müsst ja nur aufpassen, dass ihr euch rechts haltet. Ich gebe euch gleich einen Tipp, weil sonst knallt ihr in die Tiefen des Todes. Und hier ein Mittelboss. Oh, hallo Chill Penguin, da rechts in dem Eiskristall. Also in diesem Mittelboss ist es ganz einfach so. Ihr habt die Wahl. Entweder ihr nehmt Feuer, das ist seine Schwäche, oder ihr nehmt den hier. Den Buster hier empfehle ich jetzt mehr, weil der macht konstant Schaden. In dem Fall natürlich noch nicht. Wo kommt sie runter? Da. Überall. Volltreffer. Hier bin ich. Okay, irgendwie versteckt er sich jetzt gerade die ganze Zeit, der kleine Schisser. Ah, jetzt. Seht ihr, was ich meine? Er versteckt sich jetzt manchmal, versteckt er sich manchmal nicht. Okay, das soll mir recht sein. Ja, hier bin ich, du Schisser. Komm, hau hier drauf. Genau so. Dann erwischt mich kein Stachel. Und damit ist die Sache durch und er ist futsch. So, gehen wir weiter zu Renato Pedone. Was macht denn dieser Herr? Ja, er macht gerade keine Videos. Ich kann auch nicht voraussagen, wann er welche macht. Also, wir dürfen mich da zu dem Punkt nicht fragen. Er hat ja immer noch, das letzte Video ist, glaube ich, das Videobox-Video. Also, wann da nochmal was kommt, weiß ich nicht. Tut mir leid, kann ich nicht informieren. So, gehen wir mal weiter. Wen haben wir als nächstes in der Liste? Jetzt muss ich nachdenken.
Ich versuche es in der richtigen Reihenfolge zu machen. Ich glaube, der Retro-Babo ist jetzt in der Liste. Wenn es anders sein soll, dann entschuldigt bitte my fault. My fault. I'm the bad one. I'm the bad guy then. Und zwar... Oh, nicht Eis! Oh, ja, ja. Okay, es war jetzt... das war jetzt knapp, ja. Warum? Oh, das Viech macht alles hier zu Eis. Ist es schlimm? Nö, es ist lustig, aber... Es kann auch nervig sein, aber das hat... Also, wir machen mal hier... Oh, natürlich, du... Boah, nee. Ihr macht mich hier nicht platt. Also, auf jeden Fall, der Retro Baba. Im Moment leider kann gerade... Obwohl, halt mal. Komm noch, das Red... Boah. Oha, was soll das jetzt? Ja, das ist die Scheiße, wenn es halt alles vereist ist. Und rutschig und doof und... Egal, wir kommen zu Frost Warriors. Frost Warriors Schwäche ist das da. Aber es macht so mehr Spaß. Also, okay, auf jeden Fall der Retro-Baba jetzt hat vor einer Zeit Scooby-Doo beendet, Mega Man 1 und so weiter. Also jede Menge Projekte, jede Menge Sachen hat auch von einem anderen Let's Player die wie Rambi Challenge geschafft, glaube ich, von dem Donkey Kong Country. Ich war Frost Warriors, du hast die auch geschafft, Frost Warriors, gib's doch zu. Du hast die auch geschafft, auch nur weil du beschissen hast, Frost Warriors. Jetzt wissen wir's. Frost Warriors bescheißt bei solchen Challenges. Nein, also wie gesagt, ja. Also guck da auch mal rein. Gibt's jede Menge Let's Plays. Dann gehen wir weiter zu bösen Eisstacheln. Nein. Gehen wir weiter zu Alphaventura. Yes. Pardon, nochmal. Dann gehen wir jetzt weiter zu Alphaventura mal. Und schau mal, was macht denn er? So, seine letzten Videos, wenn ich jetzt noch richtig informiert bin, sollte eigentlich richtig informiert sein. Oh Gott, nicht die Scheiße. Entschuldigt, also das war jetzt, machen wir kurz hin. Ach so, er ist schon fertig. Okay. Also jetzt hat Alphaventura hat zuletzt, wenn ich richtig informiert bin, Dings gemacht. Wer heißt das? Dieses Kampfspiel, wo ich schon mal im Livestream, glaube ich, erwähnt habe. Oder? Habe ich das erwähnt? Ja. Ein Kampfspiel, irgendwas Capcom versus ich weiß nicht wen noch alles. Und ja, hat dort immer einfach Let's Play. Hat es mit der, das muss ich zugeben, also mit der Handykamera, wo er es aufgenommen hat. Ich habe erst gedacht, oje, oje, aber es ist eigentlich ganz gut geworden mit der Kamera. Oder mit der Kamera. Sagen wir es mit der Kamera, weil Handykamera kann es ja nicht sein. Sonst ist es ja, obwohl, wer weiß. Auf jeden Fall, wir haben Frost Warriors da. Und es fehlt nur noch einer. Und wir haben hier alles. Wir müssen nur noch den Hardtank dort holen und dann sind wir durch mit dem Spiel. Also, wir haben alles bei den Bossen hier. Und zwar Split Mushroom. Aber jetzt erstmal. Also, Alphaventura hat das Kampfspiel Let's Play. Hat einen sehr guten Job gemacht. Und, ja. Und ich bin mal gespannt, was noch für Videos kommen. Ja, also, ja. Okay. Ja, Split Mushroom, jetzt lenken wir nicht so ab. Okay. Also, Alphaventura auf jeden Fall auch. Reinschauen lohnt sich. Und auch das Let's Play vor allem, das hat mir richtig gut gefallen. Also auch hier nochmal mal Respekt. Und ja, okay. Gehen wir mal nochmal weiter. Ja, wie exits hier die Treppen hoch ist? Gehen wir mal weiter. Wen habe ich jetzt nächstes in der Liste? Das müsste der Zocker Krishan sein, ja. Also nur, also der Channel heißt Zocker Krishan. Ist ein sehr neuer YouTube-Let's Player. Aber er macht auch einen hervorragenden Job, was die Let's Plays angeht, wirklich. Super, super Sachen. Hat jetzt dort seinen Driver vor, oh Gott, wann hatten wir das? Ich glaube, vorgestern oder so beendet, oder war es schon vor? Also, ich entschuldige mich leider, wenn die Daten nicht stimmen, was ich jetzt sage, aber hat neulich, sagen wir jetzt einfach mal, sein Let's Play von Driver beendet. Das Driver für PlayStation, sagen wir so, ich kenne es halt noch vom PC. Und ja, sehr gute Sache, sehr gut gemacht. Wirklich sehr gut, also von mir auch nochmal, ich schreibe dir das auch nochmal in die Kommentare drunter. Das hast du sehr gut gemacht. Ich meine, das hört sich jetzt so an. Also, das soll jetzt bitte hier nicht arrogant aufgenommen werden. Das ist jetzt echt bloß einfach mal von mir ein Resümee. Also es hat auf jeden Fall, es war Videoqualität, die Videoqualität war sehr schön. Die Soundqualität war super, es war auch sehr witzig zum Zuhören. Jetzt mal so, von mir jetzt mal als kurzes Feedback. Und ja. Wir haben hier Viecher hier gemacht in Split Mushroom Stage. Yo. Was soll ich dazu sagen? Wir haben hier Viecher in Split Mushroom hier gemacht. Ja. Und hier mal ganz kurz noch, bevor wir die Challenge noch weitermachen. Ein Mittelboss. Als Zero ist das sehr nervig. Als X geht er eigentlich. Also, wenn ihr den Bastel hier schon habt, dann ist der sehr easy. Ihr müsst einfach bloß draufballern und nochmal Nova Strike hinterher und haha, ihr seht schon, wie schnell ihr den fertig habt.
Und zack, die Sache ist erledigt. Also auf jeden Fall, und hat jetzt begonnen, da muss ich mal das Ständige stehen, aber das konnte ich mir auch noch nicht anschauen. Das ist Gran Turismo 2. Genau, Gran Turismo 2 ist es. Und ja, ich bin mal gespannt, also ich guck's mir wahrscheinlich heute Abend oder so an. Ich lasse mich da mal überraschen. Oh, jetzt ruckelnett. Ruckelnett. Das, oh, komm, ist doch jetzt egal. Das wird schon wieder werden. Das Mushroom Stage. Ja. Auf jeden Fall, schaut's euch auch mal an. Es lohnt sich, ist noch ein ganz neuer Channel. Also, mal reinschauen, kommentieren oder so, wenn ihr wollt. Also, überlasse ich euch. Es ist halt mal ein Vorschlag, weil es ist wirklich, er macht sehr gut. Und ich finde die Mühen. Ja, also, ich meine, ich schaue es mir auf jeden Fall regelmäßig an. Okay. Und das, obwohl ich so kommentierfaul meistens bin. Ha! Okay, was haben wir noch? Und natürlich jetzt, was ich auch noch für einen Channel eingebaut habe, Crested J heißt der Let's Play Channel. Eine, in dem Fall aber eine Let's Playerin. Ja, also allgemein bekannt. Obwohl, Minderheit würde ich da gar nicht mehr. Ich sag halt, ich will eigentlich deswegen nicht Minderheit sagen, weil das hört sich so abwertend an, oder? Ich finde, das hört sich einfach so abwertend an. Das ist eine Minderheit, das ist doof. So hört sich das ein bisschen für mich an. Ich mag das nicht so, den Begriff Minderheit. Ich sage, es hört sich für mich einfach zu herabwertend an, aber das muss natürlich jeder entscheiden für sich selber. Und wir kommen jetzt übrigens dazu gleich zu Split Mushroom. Gleich. Oh, jetzt hört's aber auf, ihr blöden Viecher. Jo, wir kommen zu Split Mushroom. Und den machen wir platt. Also, was ist genau? Crested Jane? Moment, Schwäche. Da. Mega Man 3 für Game Boy. Wer mein Mega Man 3 für Game Boy Let's Play gesehen hat, der weiß, warum ich jetzt gerade nicht mehr sagen werde als Mega Man 3 für Game Boy. Aber los geht's, Split Mushroom! Nein, das ist auf jeden Fall wirklich Mega Man 3 für Game Boy. Und. Nein, was soll das? Nein, Split Mushroom, das lassen wir nicht zu. Auf jeden Fall, Mega Man 3 für Game Boy macht auch sehr gute Let's Play Arbeit, finde ich zumindest, sehr gute Sachen. Und Split Mushroom freut sich gleich mal mit. Hurra! Genau. Nein. Also, du hast dich zu freuen, Split Mushroom. Auf jeden Fall macht sehr gute Arbeit. Macht, also Let's Play Arbeit, sage ich jetzt mal. Macht auch noch Yoshi's Island. Ihr kennt das noch? Super Mario. Nee, nicht Advance 3. Wie heißt es? Super Mario World 2, Yoshi's Island. So hieß das, genau. Macht das noch? Auch sehr schön. Und Pokémon Mystery Dungeon. Ich muss zugeben, ich mag die Let's Plays auf jeden Fall, bloß Pokémon Mystery Dungeon, gebe ich auch zu, habe ich nicht geschaut, weil das Spiel, ich muss zugeben, irgendwie konnte... Ich habe das mal gezockt bei Red Demon's Warrior, der hatte die Spiele. Aber, ja, das ist etwas so ausgegangen. Ich bin da gehockt, denk mir, okay, und jetzt, was mache ich jetzt, hä? Und habe dann doch zur Seite gelegt und lieber mit Mega Man X dann lieber gespielt. Also, und jetzt gucken wir mal, wir haben... Alles, wir haben alles und damit können wir jetzt dann in die Final Stages. Und jetzt sagen sie, oh, sie starten ihren Coup, wir müssen in den Spaceport. Also, wir haben alles in Web Spider, Cyber Peacock, Storm Owl, Magma Dragoon, Frost, Walrus, Slash Beast, Split Mushroom und Jet Stingray. Und damit würde ich sagen, geht's ab zum Spaceport. Also, dann geht's jetzt los. Wir sind in der Final Stage Nummer 1. Und ja, es ist eine kurze Stage. Also die Stage ist... Achso, halt mal, du kannst ja nur nicht ducken, Ex. Oh, ich vergesse das immer, dass die erst auf Mega Man X5 sich ducken konnten, ne? Oh ja, renn mir doch voll in die Fresse rein, Mensch. Nun, also auf jeden Fall sehr schöne Let's Plays auch anschauen. Aber wenn ihr wollt. Das hört sich bei mir immer so befehlshaberisch an. Okay, dann machen wir das auch so. Angucken. Und, wow, das war dodging. Ich würde gerade sagen, das waren Dodging-Skills. Mein Gott, bin ich bescheuert. Mein Gott, bin ich bescheuert. Ich denke, ich wollte gerade sagen, Dodging Skills und Jump, aber volle Kanne da irgendwo sonst wo hin, Alter. Nee, das war jetzt, der war jetzt leider schlecht. Aber was soll's, passiert. Wir haben jetzt 4 Leben. Ihr werdet euch jetzt fragen, warum haben wir jetzt eigentlich 4 Leben, gell? Nun, das liegt einfach daran, wir haben jetzt den EX-Tank. Das ist dieser komische Tank mit den blauen Punkten da drin. Und der lässt uns nach jedem Game Over mit 4 Leben anstatt mit 2 starten. So haben wir weniger Game Overs. Ich habe es halt nicht so ganz. Ich verstehe es ja nicht ganz den Grund, warum. Oh mein Gott.